12 Uhr vom Schock. Habe mich ein bisschen geholt, ja, erholt. Ja, wie auch immer, Bro. Wurscht. Ja, wie gesagt, das muss der Schock sein. Ja, für 200 Leute mindestens. Das ist genau die eine Stelle auf der Autobahn, ja, wo man gegen die Sonne plus minus ein paar Grad fährt. Ja, wäre man ein bisschen links aus dem Winkel oder ein bisschen rechts aus dem Winkel, dann würde man nicht einmal wissen, da ist etwas in der Luft. Aber sobald man absolut gegen die Sonne reinfährt, ja, und es ist wurscht, wie hoch die Sonne ist, ja, also der Effekt ist eher, wenn die Sonne höher ist als tiefer, dieser Blendungseffekt von den Nanofasern. Und wie gesagt, jetzt da kommt natürlich zu diesem Unfall, weil alle schockiert sind, wie sie auf einmal vom Nichts, aus dem Nichts geblendet werden, ja. Das ist das eine, der Schock. Man weiß nicht, soll man mehr bremsen, weniger bremsen, weil man nicht wissen kann, wie weit der hinten geblendet wird. Weil wenn man sofort auf die Bremse steigt, ist sicher der, was hinter nachfährt und kaum Sicherheitsabstand lässt, sofort drin eingefahren. Also das ist das eine, ja, was mich so überrascht hat. Ja, das zweite ist, ich weiß jetzt da nicht, wie viele Minuten der erste Unfall sein musste, ja. Also wann zu dieser Blendung angefangen hat vorzukommen, ja. Ja, also das konnten vielleicht 10 Minuten sein, wann der allererste Unfall irgendwie dort passiert ist, ja. Aber war wahrscheinlich eine, zwei Spuren noch befahrbar, ja, mit dem Pannenstreifen jetzt gemeint, ja. Und dann hat sich das summiert, ja, und dann irgendwann ist zu dieser totalen Verstopfung der Autobahn gekommen und dann bin ich irgendwie in den Bereich auch ich gekommen, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich eh schon abfahren musste von der Autobahn. Aber immerhin war ich in diesem verlassenen Autobahnstreifen, wo immer noch ich irgendwie durch die Einwirkung der anderen eingewickelt werden konnte, ja. Da ist man in einer Situation, wo man weiß wirklich nicht, was man machen kann, weil man weiß nicht, was die anderen tun. Ja, das ist das eine. Und das andere ist jetzt da, kurz bevor es mir gelingt, aus der Autobahn runterfahren. Also wenn wir eh schon auf der Autobahn, ich weiß nicht, wie viele Autos, die Autobahn muss stehen und jetzt da fliegen zwei Flieger, ja, jetzt fliegen zwei Flieger und sprühen den Dreck wieder, ja. Jetzt da überlegt man sich, wollen die uns auslachen, ja, oder haben die das nicht gesehen, ja, gut, von der Höhe muss man das nicht unbedingt sehen. Aber ich meine, wenn die schon solche Wettermanipulationen machen, dann kann ich einfach nicht glauben, dass die nicht kontrollieren, wie sich das auswirkt, was das verursacht. Unmittelbar gleich oder ein bisschen später. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die einfach chemisch, radioaktiv und ich weiß nicht was alles die Welt verseuchen, ohne zu prüfen, welche Auswirkungen das macht. Hauptsächlich diese unmittelbar nachfolgende, ne? Und jetzt da, wir stehen auf der Autobahn und jetzt da fliegen die zwei Flieger und sprühen den Dreck, der eigentlich diese Massenkarambolage der Autobahn verursacht, wieder. Na, sicher tut man das aufregen. Und das ist nicht das erste Mal, was ich sowas erlebe, ja. Wie zum Beispiel im 19. größte Gewitter aller letzten 100 Jahren, ja, 68 Liter pro Quadratmeter in nur 12 Minuten fallen. Alle machen daraus die Sensation des Jahrtausends, Gewitter des Jahrtausends, was man so irgendwie erleben konnte, ja. Wo kaum jemand denkt, was die Ursachen sein können. Ja, jetzt da muss man schon die Zusammenhänge langsam sehen, was diese Chemtrails für eine scheißliche Auswirkungen tatsächlich machen oder haben. Und
es passiert ein Unwetter, ja, Zell am See zum Beispiel, und die sprühen den Dreck weiter. Wenn sie absolut kein Gewissen hätten, was sie da eigentlich mit Zell am See verursacht haben. Wie wenn sie kein Gewissen hätten, was sie mit Kroatien-Überflutungen bewirkt haben, dass da sogar eiserne, gut einbetonierte Brücken ausgerissen wurden und Schiffe beschädigt wurden, wie viele Tote es dabei gegeben hat, das spreche ich nicht einmal an, ja. Jetzt da Brno, Brünn, Zlin, Eisenstadt oder Burgenlandhold, ne? Wie viel Unwetter in der Umgebung, und sie haben die Frechheit, mit den Flugzeugen diese Chemikalie weiter zu versprühen. Also das ruft den Himmel.